Grüß dich, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial geht es heute um die Planung einer Bergwanderung. Eine Wanderung sollte wie jede andere alpine Unternehmung gut geplant sein. Eine solide Tourenplanung setzt sich aus drei Phasen zusammen. Zu Hause, vor Ort und auf Tour. Zu Hause sollte man sich mit möglichen Zielen auseinandersetzen. Im Internet gelange ich heute an sehr viele Informationen zu Tourengebieten und Wanderrouten. Allerdings sollte man lernen, diese Informationen richtig einzuschätzen und zu filtern. Zur detaillierten Planung sollte man aber immer auch Landeskarten und Gebietsführer heranziehen. Eine ordentliche Tourenplanung bezieht folgende Dinge mit ein: Wegführung, Ausweichrouten und Notabstiege. Wetter, Schutzhütten, Umkehrpunkte, Gefahrenstellen und Zeitmanagement. Darüber hinaus sollte man auch die zu erwartenden Schwierigkeiten im Auge behalten. Eine gesunde Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten bildet die Voraussetzung für die Auswahl eines angemessenen Zieles. Vor Ort aktualisiere ich meinen Plan ständig. Aufmerksamkeit und nüchterne Wahrnehmung sind zu jeder Zeit unabdingbar. Sprich mit Bergführern, Hüttenwirten oder Locals. Sie können dir oft wertvolle Informationen über aktuelle Verhältnisse und den Routenverlauf geben. Eine lockere Tourenbesprechung auf der Hütte bringt alle im Team auf den aktuellen Stand und fixiert den Plan. Man sollte sich an dieser Stelle auch nicht scheuen, noch einmal die jeweiligen Stärken und Schwächen der einzelnen Teammitglieder anzusprechen und in seine Planung mit einzubeziehen. Auf Tour wird der Plan dann Schritt für Schritt abgearbeitet. Sobald hier eine Schieflage entsteht, zum Beispiel weil die Verhältnisse anders sind als erwartet, das Zeitmanagement nicht mehr passt oder sich das Wetter ändert, muss ich reagieren. Viele Unfälle passieren durch eine Aneinanderreihung von ungünstigen, meist offensichtlichen Faktoren. Überprüfe den Plan ständig und passe ihn dementsprechend an. Eine offene Kommunikation im Team und das Einbinden in Entscheidungen ist absolut notwendig und bewahrt vor Konflikten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viele andere interessante Themen auf der Webseite von unserer Alpine Weltenakademie und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bergwandern.